Willkommen zurück zu Folge 18 von Vampire Stone 3, was bisher geschah. Elaines Suche nach Valna findet ein jähes Ende, denn der Gute wurde, vermutlich per Elras Prime, direkt vor Perrix Gruft deponiert. Während Elaine hocherfreut über die Wiederbelebung ihres Geliebten ist, wittern Aska und Selene eine Falle. Valnas Erinnerungen hingegen sind seit dem Sammeln der Steintafelfragmente im zweiten Teil recht neblig. Er erinnert sich nicht mehr an die Übernahme durch Morlon oder die beiden Showdowns an der Steintafel. Und natürlich machen die Streithähne aus den ersten beiden Spielen das, was sie am besten können. Sich fetzen. Es kommt sogar zum Kampf zwischen Aska und Valna. Selene wird hier kurzerhand per Paralyse auf die stille Treppe gesetzt. Monsieur Seitenscheitel kann seinen Schöpfer entgegen der Spielregeln sogar angreifen. Und auch Askas Verdammnisklinge hat keinen Effekt. Als Valna aber zum vernichtenden Schlag ausholt, erinnert ihn Elaine daran, dass ihr eigenes Leben via Halsband an Askas Gesundheit gebunden ist. Unser Vampir-Trio ist also abermals zur Kooperation gezwungen. Bevor sie also zum Tempel des Blutes aufbrechen, verabreden sie einen kurzen Umweg zu Valnas Grab, um sicherzustellen, dass es wirklich er ist und nicht etwa ein Gestaltwandler die Party infiltriert. Doch davor absolvieren wir noch das vierte Blutrennen und erobern die dritte Silbermine. Dank Valna haben die vier Blutsauger nun die Fähigkeit, ihren Vampirismus vor Menschen per magischer Aura zu verstecken. Wir können also nun die Menschenstädte bereisen. Wie praktisch! Ach, und etwas passiert in den Szenen mit unserer Story-Framing Unbekannten plus Arin und Großvater, denn ihr Peiniger möchte sich am Blut des Jungen laben, doch der Großvater opfert heroisch sein Leben an seiner Stadt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich nach wie vor in der Halle der Opferung. Ich habe ja versucht, den Fallen entschärfen, Skill zu skillen. Das ist mir aber nicht gelungen, denn mir fehlt noch eine normale Seele. Wir wollen mal sehen, ob es mir gelingt, die in dieser Folge jetzt zu akquirieren. Ansonsten habe ich Folgendes vor. Ja, wir brauchen für die Hauptgeschichte Level 35. Das haben wir noch nicht, sondern sind jetzt inzwischen bei Level 33. Viel fehlt nicht und Sidequesten ist immer ein relativ adäquates Mittel, um das zu ermöglichen. Deswegen würde ich sagen, weil wir durch Valna jetzt die Fähigkeit haben, eben in Menschenstädten uns umzusehen, gehen wir nach Lartin und werden dort die Stadt ein wenig erkunden und dann womöglich auch die gute Valera finden. Das ist die Aufgabe für heute. Ein wenig Sidequesten und erkunden. Mit der Main Story geht es dann wahrscheinlich erst in der nächsten oder übernächsten Folge weiter, je nachdem, wie gut mir das gelingt und wie viel Zeit die Erkundung braucht. Wenn wir uns, M ist die Karte. Wenn wir uns auf der Weltkarte mal umgucken, ich meine, die meisten Vampirstädte habe ich schon erkundet. Hadrien habe ich erkundet, Ediril, Linak, Schloss Farin, Atronus. Alles erkundet, wenn ich mich recht entsinne. Aber da fehlen natürlich noch ein paar Menschenstädte mit Latin, Aladrin, Basalan, Festung Ulderin, Irena, Terranis hat Elaine schon gemacht und Uldur und Burg Horan. Es gab den Hinweis, wir sollten nicht unbedingt mit Krieger des Heiligen Kreuzzugs oder Heilige Kreuzfahrer besser gesagt sprechen. Das wäre unserem Gesundungszustand nicht besonders zuträglich. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Okay, also ich nehme an, nach Latin fahren wir am besten rechts raus aus der Karte. Ja, falls es euch nicht aufgefallen ist, oder beziehungsweise beim letzten Mal. Oh, letztes Mal habe ich es ja überschnitten. Es gibt eine neue Weltkartenmusik. Lasst sie auf euch wirken. Ich glaube zumindest, dass es eine neue Weltkartenmusik ist. Genau. Ansonsten hier in südlicher Richtung befindet sich dann Lartin. Ich würde sagen, gespeichert haben wir. Ich nehme mal an, diese Valera-Quest kann man auf verschiedenen Wegen lösen. Du bist nicht etwa Valera, oder? Oh, Fremde in Latin. Kann ich euch helfen? Was ist das hier für eine Stadt? Latin? Nun, unser Bürgermeister ist ein großartiger Mann. Er hat aus dieser Stadt einen wahrhaft wunderbaren Ort gemacht. Inwieweit großartig? Nun, seht ihr die Wachen? Er hat dafür gesorgt, dass wir ein paar zusätzliche haben, um uns gegen diese verfluchten Vampire zu schützen. Und er kümmert sich darum, dass wir immer genug zu essen haben. Nun, Schutz und Nahrung sollten doch immer das Hauptanliegen eines Bürgermeisters sein. Es ist immer diese jungen Menschen. Ihr solltet lernen, das zu schätzen, was ihr habt. Diesem Kampf gegen die verfluchten Vampire ist das, was wir hier haben, Gold wert. In der Tat, alte Frau. Da wollen wir doch mal hoffen, dass diese Stadt auch wirklich sicher ist. Ja, aber natürlich. Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten der Wachen. Wir werden sehen. Jetzt ist es so, ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, auch noch Valnas Einfluss in meine Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Elaine hatte ja jetzt keine wirkliche Wahl. Ah, hier ist so eine Wache. Paldor. Habt ihr verstanden, Nevada? Wenn ihr mehr Getreide wollt, dann müsst ihr auch liefern. Mein Getreide gibt es nicht umsonst und die mickrigen Felder hier reichen lange nicht, um alle Bewohner satt zu bekommen.
aber eure Preise steigen von Jahr zu Jahr. Wir können das nicht mehr bezahlen. Tja, euer Pech. Ihr kennt meinen Preis. Entweder ihr findet einen Weg, mich glücklich zu machen, oder ihr lernt, was es bedeutet, wirklich Hunger zu haben. Aber wie soll ich das hinbekommen? Die letzten Jahre habt ihr es doch auch geschafft. Ich bin mir sicher, ihr findet einen Weg. Ich werde es versuchen. Für Latin. Ja, guter Mann, ihr wisst ja, was ich will. Ich warte dann auf meinem Hof auf eure Lieferung. Entschuldige, ich dränge mich schnell an euch vorbei. Und geht schnurstracks durch Elaine durch. Frech auch, der Alte. Oh. Irgendwie habe ich hier ein komisches Gefühl. Lass uns mal mit dem Mann dort im Feld sprechen. Ich werde jetzt sukzessive speichern. Ich mache einen neuen Speicherstand auf und ich werde sukzessive speichern, weil ich wenig Lust habe, mir wieder irgendeine Entscheidung zu verbauen. Er wäre ein Vampirkrieger und ich kann ihn verwandeln in einen Goldbarren. Verflucht, wie soll ich das nur hinbekommen? Worum genau ging es in eurem Gespräch? Och, wer seid ihr denn? Egal, ihr solltet gehen, ihr könnt mir ohnehin nicht helfen. Wenn du uns nicht sagst, was los ist, stimmt das wohl. Also kurz und knapp gesagt, fehlt uns trotz eigenem Anbau eine Menge Getreide, um die nächsten Monate zu überstehen. Ihr denkt, ihr von dem mickrigen Feld könnt ihr die ganze Stadt ernähren. Der größte Getreidehof in der Gegend wird von Paldor geführt, den ihr gerade getroffen habt. Der hat seine Preise so stark erhöht, dass ihr nicht mehr bezahlen könnt? Ja, so könnte man die Situation beschreiben. Sollen wir mit diesem Paldor mal sprechen? Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, aber gut, tut, was ihr tun müsst. Langsam, wir müssen überhaupt nichts, schon gar nicht dieser Stadt bei einem Getreideproblem zu helfen. Schon gut, das ist wirklich nicht eure Angelegenheit. Ganz genau. Wo ist denn der Hof dieses Paldor? Auf der Landzunge im Osten, aber wie gesagt, das ist nicht euer Problem. Genau deswegen gehen wir jetzt weiter. Geliebter, hier ist irgendetwas sehr, sehr seltsam an der ganzen Geschichte. Wir sollten das überprüfen. Ich denke, wir haben etwas Besseres zu tun. Allerhöchstens, wenn wir ohnehin in der Nähe dieses Hofes sind, können wir mal einen Blick darauf werfen. Aber eigentlich interessiert mich das Schicksal dieser Stadt nicht. Eigentlich. Aber du möchtest doch im Grunde deines Herzens hier einen Gefallen tun. Saat des Bösen, das klingt ja auch schon mal sehr gut. Level 45, für uns steht es noch nicht offen. Diese Quest habe ich auf jeden Fall jetzt angenommen. Ja, es ist interessant. Wahrscheinlich dadurch, dass ich diese Söldner habe, die werden wahrscheinlich, wenn sie mich erspähen, zu einem Kampf führen, nehme ich an. Deswegen hat das jetzt hier so eine kleine taktische Komponente, dass ich sie möglichst... Ich versuche sie nicht anzusprechen, denn wahrscheinlich gibt es dann Vampir-Gelee. Darauf habe ich wenig Lust. Bist du Valera? Wie gesagt, ich habe gesagt, ich speichere hier sukzessive. Ja, verwandeln. Nee, das ist ein Kerl. Interessanterweise. Der ist Slytherin. Lord Rai hat keinen Besuch erwähnt. In meinen Notizen finde ich auch keinen Hinweis darauf, dass sich Besuch angekündigt hat. Und wer bist du? Mein Name ist Venvir und ich unterstütze Lord Rai bei seinen täglichen Aufgaben. Ich löse seine Probleme, wenn ihr versteht. Mich so ein bisschen so ein... Wie heißt der Grima? Schlangenzunge? Probleme? Was denn für welche? Lord Rai ist der reichste Bürger dieser Stadt. Sein Einfluss ist sogar noch größer als der des Bürgermeisters. Was Lord Rai möchte, wird auch umgesetzt. Wir haben zufällig von dem Getreideproblem in der Stadt gehört. Warum zahlt Lord Rai nicht einfach die Getreidelieferung, wenn er so unglaublich reich ist? Aber Walner, das wären ja Steuern für Reiche. Ja, wir wissen, dass Walner nicht die FDP wählt. Lord Rai ist deswegen der reichste Bürger der Stadt, weil er verstanden hat, wie man richtig mit Geld umgeht. Und für die Kosten der Stadt aufzukommen, zeugt nicht gerade von einem weisen Umgang mit Privatvermögen. Markt regelt. Stimmt, das würde ich auch nicht machen. Askers politische Heimat haben wir jetzt schon gefunden. Aber über die Steuern wird er vermutlich doch einen Großteil der Stadtausgaben indirekt finanzieren, oder? Steuern? Ihr seid offensichtlich nicht reich, denn ihr versteht nicht, dass Steuern zahlen denen obliegt, die keine Macht besitzen. Lord Rai ist reich, weil er seine Macht einzusetzen weiß. Lord Rai scheint wirklich ein Bürger zu sein, der sich herzlich um die Sorgen und Bedürfnisse anderer kümmert. Dass es ein Scherz sein sollte, lache ich vielleicht später darüber. Und entschuldigt mich, ich muss mich weiter um die Finanzen und Probleme von Lord Rai kümmern. Das Haar habe ich unterschlagen. Ich habe keine Lust gehabt, jedes Mal Lord Rai zu machen. Ich richte mal das auf. Lord Reich? Ist es ein stummes Haar oder Reich? Ich kann es nicht sagen. Nicht, dass ich meine Zunge verschlucke bei dem Versuch, den Namen dieses Herren auszusprechen.
Hier ist das Buch Vampir-Etikette. Das haben wir doch schon erledigt. Wir sind doch schon in der Etikette der Vampire geschult. Da scheint mir der Lord von uns zu sein. Er ist ein spezieller Mensch. Mal gucken. Meine Güte, wer hat euch denn hereingebeten? Niemand, wir gehen immer genau dahin, wo wir wollen. Anti-autoritäre Erziehung, also, ich verstehe. Das erklärt euer ärmliches Aussehen und euren Mangel an Respekt gegenüber dem Eigentum fremder Personen. Zumindest in Sachen Arroganz seid ihr uns sicherlich überlegen. Oh, Schätzchen, ich bin euch noch in so vielen anderen Dingen überlegen. Schaut euch nur dieses herrliche Anwesen an. Oder vielleicht auch nicht. Vermutlich müsst ihr bei eurem erbärmlichen Status mit Diebstählen über Wasser halten. Schätzchen, so spricht man nicht mit meiner Geliebten. Herrje, was soll ich nur mit diesem Pöbel anstellen? Am besten rufe ich gleich mal die Wachen, damit ihr euch in den finstersten Kerker einsperren, den es gibt. Und mit welcher Begründung, dass wir mit euch gesprochen haben? Begründung? Ha, Schätzchen, ich brauche keine Begründung. Ich bin Lord Reich, der reichste Bürger dieser Stadt. Wenn ich etwas will, wird es erfüllt. Aber warum erkläre ich euch das überhaupt? Wir sollten lieber gehen, Aska. Eine Horde Wache, die uns festnehmen wollen, brauchen wir wirklich nicht. Ja, geht und kommt nie wieder. Unfassbar, was sich der Pöbel heutzutage denkt. Ich sollte wirklich eine persönliche Wache engagieren. Oder auch nicht. Also, ich habe ein wenig Mord im Sinn. Oder besser gesagt, Verwandlung. Aber warum nicht? Kann man mal überlegen. Ihr könnt es mir in die Kommentarsektion schreiben, was mit Lord Reich passieren soll. Ich meine, gut, auf der anderen Seite scheint er, entweder ist es seine Frau oder Tochter, mit dem Sprite kann man das nie so richtig erkennen. So wie ich das Ekelpaket einschätze, vermutlich irgendwie beides. Lady Isabel, hä? Ihr seht aber seltsam aus. Warum? Normalerweise besuchen immer nur sehr reiche Leute meinen Papa. Denn Papa ist auch sehr reich. Arme Leute dürfen meist gar nicht in dieses Haus. Hat euch wenn wir nicht aufgehalten? Warum sollte er nicht, dass er überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, uns aufzuhalten? Nun, ihr seht einfach arm aus und darum rede ich nicht mit euch. Papa sagt, von armen Leuten bekommt man schlimme Krankheiten. Also geht jetzt, bevor ich anfange zu schreien. Du scheinst sehr eine interessante Erziehung zu genießen. Ah! Schon gut, wir gehen ja. Satansbraten! Okay, verwandeln bringt irgendwie nichts. Ich finde es interessant, sobald ich sie verwandle, wird sie erwachsen. Ah ja, cool. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also ich finde ja, dass es der Erziehung dieses Mädchens gut tun würde, wenn man sie zur Waisen befördert. Hier ist das Buch Vampir-Etikette. Interesting. Da müssen wir unbedingt hineinkommen. Das machen wir auch. Ah ja, Sonnenschlange erhalten. Mon Dieu, kommt her, ihr kleinen goldenen Münzen. 5000 Fila erhalten, juhu. Ja, 5000 Fila ist jetzt nicht unbedingt der größte Reichtum. Ja, wahrscheinlich alles in Aktien investiert. Oh, schön Fonds. Hedgefonds. Oder in einem Startup beteiligt. Gut, wir merken ihn mal für die Schlachtung vor. Gehen mal ganz sukzessive hier einmal gegen den Uhrzeigersinn lang. Könntest du bitte dieses Areal weiträumig räumen hier? Das hier scheint so eine Art Aushang für Aufträge zu sein. Allerdings wurden alle Aufträge als erledigt gekennzeichnet von einem gewissen Guras der Mitscher. Das ist ein Mitscher. Noch nie von ihm gehört, aber das bedeutet wohl in meinem Fall nicht wirklich etwas. Es ist so viel passiert. So ist es, gehen wir weiter. Ja. Wie gesagt, das Spiel sneakt gerne in Sachen Entscheidungen, die dann irreversibel sind. Lucrates! Dieser Krieg fordert so viele Opfer. Hast du jemanden verloren, der hier vergraben ist? Also eigentlich nicht. Ich bin der örtliche Leichenbestatter. Du bist der Leichenbestatter. Hier gibt es aber nicht besonders viele Gräber. Nun, wir haben außerhalb der Stadt einen großen Friedhof gehabt, aber dieser wurde von Monstern überrannt. Da es draußen immer gefährlicher wird, müssen wir nun unsere Toten direkt in der Stadt vergraben. Braucht ihr Hilfe mit dem Friedhof? Danke für eure Hilfsbereitschaft, Fremde. Aber tatsächlich würde es nichts bringen, wenn ihr die Monster auf dem Friedhof beseitigt. Der Friedhof wäre in kürzester Zeit wieder voll mit anderen Monstern, die sich an unseren Toten laben wollen. Da ist was dran. Zum Glück hat unser Bürgermeister dafür gesorgt, dass es hier einige zusätzliche Wachen des Heiligen Kreuzzugs gibt. Deswegen trauen sich keine Vampire her. Monster bleiben der Stadt deswegen auch fern. Euer Bürgermeister scheint sich gut um die Stadt zu kümmern. In der Tat, allerdings habe ich ihn schon seit einiger Zeit gar nicht mehr gesehen. Nun ja, er ist wohl besonders beschäftigt im Moment. Das wäre jedenfalls wenig verwunderlich. Okay, er ist kein spezieller
Mensch, Vampir, sonstiges. Gucken, dass ich mich an ihm hier so ein bisschen vorbeisneake, diese Einheit. Und da haben wir den Waffenladen. Ja, ich würde sagen, das spare ich mir jetzt, weil Level 35 gibt es das nächste Update. Hier haben wir wieder einen Turm. Scheint mir irgendwie sowas wie ein Wachturm zu sein. Ich krieg den Anzahl Speicherungen wert auch über 2000. Er ist kein spezieller Typ. Hallo Fremde, falls ihr hier seid, um irgendwelche Verwandten in den Zellen zu besuchen, seid ihr zu spät. Der Bürgermeister hat bereits alle Gefangenen wegbringen lassen. Von welchen Zellen und Gefangenen sprecht ihr? Was ist das hier? Das ist der städtische Gefängnisturm und ich bin der zuständige Hauptmann. Ihr seid aber kein Soldat des Heiligen Kreuzzugs, oder? Nein, ich wurde nicht vom Kreuzzug ausgebildet, sondern vor Jahren von den städtischen Soldaten, die inzwischen alle tot sind. Zum Glück sind heute die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs hier und sorgen für Sicherheit. Und du kümmerst dich jetzt um diesen Gefängnisturm. So ist es. Auch wenn ich meine Frau Cassandra und meine Tochter vermisse, mache ich meine Aufgabe hier sehr gerne. Denn sie ist wichtig in diesen äußerst schwierigen Zeiten. Wo befindet sich denn eure Familie? Nicht hier in der Stadt? Eigentlich schon, doch meine Tochter ist leider krank und wurde deshalb von meiner Frau nach Alatrin gebracht. Dort gibt es Behandlungsmöglichkeiten für meine Tochter. Dann hoffe ich, dass es eurer Tochter bald wieder besser geht. Meine Tochter ist nicht tödlich erkrankt, aber trotzdem wollte ich sicherstellen, dass sie von Alchemisten behandelt wird, die ihr Handwerk verstehen. Ich sehe sie sicher bald wieder. Da bin ich mir sicher. Aber nun entschuldige mich bitte, ich muss mich weiter um meine Dokumente kümmern. Ihr solltet jetzt gehen. In Ordnung. Bitte geht nun, das kann auch unter dem Fremde sich aufhalten sollen. So ein netter Kerl. Hat doch nichts Falsches gemacht. Heilpulver hat er auch auf Lager, das können wir direkt mal mitnehmen. Falls es mal juckt irgendwo. Zum Beispiel wieder seit 400 Jahren die gleiche miefige Robe mit sich rumschleppt. Bitte entschuldigt, aber ihr habt dort oben nichts zu suchen. Es befinden sich aktuell keine Gefangenen in diesem Turm. Na schön. Okay, ich habe wohl verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihn jetzt irgendwie über den Haufen schlagen und dann habe ich die Möglichkeit, mit ihm da an ihm vorbei mich zu bewegen. Ich gehe einfach mal rein. Ich meine, es schadet ja nicht, ich muss ja nichts kaufen. Aber da sind ja oft auch irgendwelche NPCs zugegen. Außerdem können wir ja vielleicht Blutessenz. Ne, Blutessenz können wir nicht kaufen. Das ist ein Menschengedöns. Menschendorf. Gregor. Ach, neue Kundschaft. Willkommen in meinem kleinen Alchemiegeschäft. Darf ich euch etwas anbieten? Ja, zeig mir dein Angebot. Ja, sehr gern. Der kühle Verband war nie so richtig verkehrt, ne? Den fand ich mal. Komm, wir gönnen uns mal 7 Stück. Nee, 5 Stück. 5 Stück ist super. Heilpulver haben wir auch einiges, das ist auch nicht verkehrt. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas in irgendwelchen unter irgendwelchen Kommoden. Im Holz, im Feuer, im Weinregal. Ja, hast du die so ein bisschen, früher hat Asgard gefühlt mehr gesagt, wenn man irgendwie hier so die Sachen random anspricht, auch wenn sich hier nichts befindet. Ist das Valera? Wie gesagt, ich möchte mir nichts verbauen und dann die ganze Scheiße nochmal machen. Spezial gefangen nehmen. Reden. Leia. Ah, ihr seid bestimmt wegen meiner gebackenen Köstlichkeiten hier. Herrlich frisches Brot, leckere Kuchen und meine ganz besondere leckere Kreation. Zimtschnecken. Die enthalten eine geheime Zutat, die besonders aromatisch ist. Möchte ich's wissen? Zimt? Nein. Also doch, ja. Zimt ist natürlich in den Zimtschnecken enthalten, aber das ist nicht die geheime Zutat. Wollt ihr probieren? Nein, danke. Wir sind gerade nicht besonders hungrig. Ihr könnt's nicht verdauen. Kann ich euch denn mit ein paar anderen Leckereien von meinen Backkünsten überzeugen? Was ist denn jetzt die geheime Zutat? Nun, wenn ich euch das verraten würde, wäre es ja nicht mehr geheim, oder? Ja. Brot! Schon gut, wir müssen das wirklich nicht wissen. Hast du vielleicht irgendwelche interessanten Gerüchte gehört? Als Bäckerin hast du bestimmt viel redselige Kundschaft, oder? Ist das so? Spricht man beim Bäcker besonders viel, wenn sie Friseurin wäre? Ja, durchaus. Angesichts der Kriegssituation erzählen mir viele Leute ihre Sorgen, wobei mir die Geschichte von Valera am meisten ans Herz gegangen ist. Oh, Valera. Und die wäre? Die Arme wird von einem Vampir belästigt, aber nicht, weil der Vampir sie töten will, sondern weil er sie ebenfalls einer Untoten machen möchte, um sie dann zu heiraten. Ja, wir hörten bereits davon. Sie ist nicht immer zu Hause aus Angst vor dem Vampir, irgendwann erwischt zu werden, trotz der ganzen Wachen hier in Latin. Vielleicht habt ihr Glück und trefft sie in ihrem Haus an. Wir werden sehen. Also eine Gewissensbisse hier, die ich habe. Andererseits möchte ich sie nicht an dieses untote Leben geben. Andererseits haben wir gesagt, wir spielen irgendwie Asgard.
Askas Weg. Ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig. Wie ist das Machtgefüge innerhalb der Party? Ist Walner jetzt der absolute Babo? Lauter Bücher über die Rabensaga kenne ich definitiv nicht. Du musst mal lesen, Aska. Vielleicht Bildung hilft. Mürsel! Wie könnte mein Buch nur weitergehen? Du schreibst Bücher? Ja, ich bin Mürsel und Autor der berühmten Rabensaga. Ich bin mir sicher, ihr habt davon schon gehört. Die Reihe ist ein riesiger Erfolg. Nein, kenne ich definitiv nicht. Dann vielleicht Rabenblut in dunkelster Nacht erwacht? Nein. Seltsam. Aber ihr könnt lesen, oder? Nein. Du gehörst zu den Menschen, die inständig hoffen, endlich ein Loch in den Bauch gestochen zu bekommen. Was? Und schon geht es wieder los. Aska ist irgendwie ungehalten. Die muss man an so einer Leine halten. Oh, bitte entschuldigt. Ich wollte euch nicht verärgern. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die nicht lesen können. Das kommt häufiger vor, als ihr vielleicht denkt. Ich denke, die bevorzugte Literatur meines Geliebten liegt eher in einer anderen Richtung. Ich verstehe. Nun, damit kann ich leider nicht dienen. Schon gut, das ist jetzt sein Problem, nicht deins. Spielen Sie auf Askas Fable für Erotikliteratur an. Hier bekommen gleich mehrere Personen einen zusätzlichen Bauchnabel. Im Gesicht. Ein guter Spruch mit dem Bauchnabel. Dafür, das kostet, diese Dialogbox kostet den guten Mürsel zwei Goldbarren. Die wir jetzt gewinnbringend verkaufen können. Auch er ist spezial. Hier gibt's ja lauter Spezialleute. Filius. Ach, Kundschaft. Willkommen in meinem kleinen Geschäft und Trainingsraum. Du teilst dir das Haus mit einem Trankhändler? Ich habe ehrlich gesagt nicht genügend Filer, um mir einen eigenen Laden zu kaufen. Doch es ist nur eine Frage der Zeit. Solange verkaufe ich meine Waffen und Rüstung. Hier, braucht ihr etwas? Wir brauchen nichts. Oh, das ist schade. Aber dann kommt einfach wieder, wenn ihr Interesse an meinen Waffen und Rüstungen habt. Das machen wir. Oder Interesse an dir. Ich habe jetzt einige Beherrschungsringe. Ich muss mich mal so ein bisschen damit beschäftigen. Ne? Vielleicht könnt ihr auch da unterstützen. Da gibt es ja einige sehr kompetente Menschen. Es gibt nur kompetente Menschen, die mir zuschauen, selbstverständlich. Aber es gibt einige in Sachen Vampire's Dawn doch relativ firme Menschen, die sich in meiner Kommentarsektion oder auch in meinem Discord-Server tummeln. Ach ja, genau. Und ein Hinweis, was wir demnächst mal machen wollen, ist ein kleines Community-Treffen hier in Köln zu organisieren. Wenn ihr irgendwie bei so einer Erkundungsfolge mittendrin seid, dann seid ihr wahrscheinlich auch die richtige Zielgruppe dafür. Wenn euch das interessiert, alle weiteren Informationen, ich werde das jetzt nicht groß bei YouTube ankündigen, weil es wird ein kleines und familiäres Treffen werden. Wenn ihr da aber Interesse habt, schaut doch einfach bei mir in dem Discord-Server vorbei. Der Link ist in der Description. Da gibt es einige Leute, die da auch schon Interesse angemeldet haben, sich auch mal live und in Farbe zu sehen. Alles weitere da. Genau, wenn sie jetzt Valera ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sie sieht mir etwas in die Jahre gekommen aus. Aber das kann ein Vampir ja auch nicht unbedingt hindern. Oh, hallo Fremde. Wenn ihr auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit seid, um euch von eurer Anreise zu erholen, dann geht hier in die Herberge in der Stadt. Danke für den Hinweis, wir werden es in Betracht ziehen. Aber sprich nur nicht mit diesem Sir Yannick, er ist ein wenig verwirrt. Erzählt etwas von einem Nekromanten, der hier in der Nähe leben soll, aber das ist natürlich Unsinn. Was macht euch da so sicher? Also bitte, ein Nekromant, wenn es so jemanden hier in der Nähe der Stadt gäbe, hätte der Heilige Kreuz so das Monster schon längst erledigt. Ist euch nicht aufgefallen, dass hier besonders viele Wachen positioniert sind? Doch, durchaus. Das verdanken wir unserem Bürgermeister. Er ist extrem darauf bedacht, dass wir geschützt sind. Ich weiß nicht, welchen Handel er mit dem Heiligen Kreuzzug eingegangen ist, aber hier gibt es nun wirklich viele Wachen. Weil ich unseren Bürgermeister schon lange nicht mehr gesehen habe. Er muss wohl in den letzten Wochen ganz besonders damit beschäftigt gewesen sein, für Latinen zu sorgen. Na schön, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Passt auf, dass euch die Vampire nicht beißen. Zu spät. Ha 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 ha. Auch sie könnte ich verwandeln. Vielleicht mache ich das irgendwann demnächst mal so eine Schneise. Im Moment bin ich so ein bisschen auf Love, Peace and Happiness aus. Und möchte die mal nicht unbedingt alle töten. Caroline. Oh, sie sieht gefährlich aus mit ihrem dunklen Lippenstift. Willkommen, liebe Gäste. Das hier ist das Gasthaus zum verwirrten Wanderer. Wollt ihr eine Übernachtung buchen oder mit unseren Köstlichkeiten euren Hunger stillen? Zum verwirrten Wanderer ist aber eher ein ungewöhnlicher Name.
Nun, ehrlich gesagt, hieß es zeitweise sogar zum tödlichen Wanderer, als unser Ziel war, vor allem den ganzen Vampirjägern eine Unterkunft während ihrer Jagd nach Vampiren zu bieten. Doch die einzigen, die heute noch Vampire jagen, sind die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs. Alle anderen Vampirjäger sind in den letzten Jahren wohl von Vampiren getötet worden. Was für eine grausame Welt. Nun ja, wir haben uns daraufhin umbenannt, denn die wenigsten Leute reisen heute noch zwischen den Städten. Wer hier nach Latin kommt, ist entweder perfekt darin, nicht aufzufallen oder etwas verwirrt. Nun, wir sind dann vermutlich Ersteres, denn wir sind ja Vampire. Ja. Aber sag's keinem. Du und unauffällig, Aska, wohl kaum. Dass wir ungestört sein können, liegt nur an meinen Fähigkeiten. Du Dein elendes Lechzen nach einem kleinen Lob ist erbärmlich, Walner. Lob? Hast du den Verstand verloren? Sehr gut, Kleiner. Jetzt lass mal die Erwachsenen reden. Der Kleine wird dir gleich mit seinem Schwert den Schädel spalten. Wenn ihr euch zuhöre, seid ihr wohl doch eher die Kategorie verwirrt. Sehr gut, Caroline. Danke. Und dann seid ihr umso mehr willkommen. Also, was darf ich euch Gutes tun? Danke, aber wir müssen ein Angebot ausschlagen. Wir brauchen keine Unterkunft oder irgendwelche Nahrung, denn wir sind ja Vampire. Zumindest keine, die ihr ja verkauft. Oh, na fein. Falls ihr es anders überlegt, sprecht mich einfach wieder an. Weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil ein ganz... Walner. Siehst du, kaum ist er in der Party, schon kommt meine alte Walner-Aska-Schwäche zurück. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, lieber Aska, die ganze Zeit per Subtext davon zu berichten, dass man doch eigentlich Vampir ist. Bis es irgendwer mal checkt und dann ist die Kacke am Dampfen. Er sieht irgendwie vom Gesicht her ein bisschen anders aus als die anderen. Er ist ziemlich bleich, finde ich. Also auch kein spezieller Typ. Ach, das ist Herr Yannick. Verdammt, noch mehr Fremde hier. Ist das die richtige Begrüßung für Leute, die ungebeten in dein Zimmer spazieren? Ganz recht, ihr seid völlig ungebeten hier. Wenn ihr nicht gleich geht, wird das Konsequenzen haben. Wobei, es ist ja eh bald alles egal. Warum? Der Winter ist nah und die Toten erheben sich aus ihren Gräbern. Wenn wir nichts tun, ist dir ohnehin bald alles verloren. Hast du schlecht geträumt oder wovon redest du? Welche Toten stehen aus ihren Gräbern auf? Ich habe nicht gesehen, was ich gesehen habe. Das kann niemand verstehen, der es nicht selbst beobachtet hat. Erst kamen die Vampire und jetzt zeugt die Armee der Skelette. Nun, Vampire existieren, ja, aber eine Armee aus Skeletten? Skelette sind dumm, die können sich nicht selber organisieren. Ich schwöre es euch, ich habe sie gesehen, unzählige von ihnen, in einem Wald nordwestlich der Stadt. Du hast sie selbst gesehen. Vielleicht sollten wir uns das mal anschauen. Bringt sie bloß nicht her, ich habe gehört, sie fressen bevorzugt blaue Augen. Und ich will weder meine Augen noch mein Leben verlieren. Das wird hier immer abstruser. Nun, wir kommen wieder, sobald wir geklärt haben, was dort vor sich geht. Ich habe erst überlegt, ob es irgendwie so eine Game of Thrones-Referenz ist. Weißt du, Winter is coming. Aber scheinbar eine Sidequest. Gucken wir doch mal, wenn wir die richtige Taste finden, die sich auf L befindet. Der Winter naht. Ja. Wir hatten schon eine Guts-Referenz. Warum dann jetzt nicht auch eine Game of Thrones-Referenz? Ich speichere munter vor mich hin. Nava. Ah, Kundschaft, wo tut's denn weh? Was? Uns tut nichts weh. Wie kommst du darauf? Oh, das ist aber schade. Ich bin eine reisende Zahnärztin. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Leute unter Zahnschmerzen leiden. Bei Vampiren ist Zahnmedizin ganz besonders wichtig. Wenn die Zahnzähne abbrechen, ist nichts mehr mit Blutsaugen. Viele Vampire verdursten elendig, weil ihre Fangzähne nicht richtig gepflegt sind. Also meine Zähne sind bestens. Das sagen sie alle. Eine Woche später kommen sie dann wieder, weil sie in einer Schlacht einen Zahn abgebrochen haben oder aber der Apfel zu hart war. Ihr versteht schon. Nun ja, eine Zahnärztin brauchen wir wirklich nicht. Sicher? Soll ich nicht doch einmal bei euch allen genauer nachschauen? Ich ziehe die Zähne auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Versprochen. Ganz sicher. Deine Zähne sind zwar schön weiß, aber kann es sein, dass du Zahnfleischbluten hast? Ich habe da einen kleinen Blutfleck an der Lippe gesehen. Mit Zahnfleischbluten ist nicht zu spaßen, dadurch verliert man früher oder später seine Beißerchen. Also lass mich besser einmal nachschauen. Ah, wir gehen. Das ist die Gelegenheit, sich endlich deine Zähne ziehen zu lassen, Aska. Denk doch mal drüber nach. Halt ein verdammtes Maul, Kerl, sonst verlierst du gleich deine Zähne. Was ist denn mit Stell mal vor, du bist ein zahnloser Vampir. Das ist ein echt trauriges Schicksal. Ist das nicht hier eines dieser Schilde mit dem Emblem? Dann schauen wir mal, was sich im Obergeschoss so alles befindet. Ein kapuzenbehangener Mann befindet sich dort.
den ich jetzt erfolgreich eingekesselt habe. Auch er ist kein spezieller Typ. Wieso macht er das nicht? Kiko! Was wollt ihr von mir? Nun, eigentlich hören wir uns nur ein wenig um, was in dieser Stadt so vor sich geht. Und ich sehe so aus, als würde ich euch irgendetwas erzählen. Also genau genommen siehst du irgendwie so aus, als hätten wir dich schon mal gesehen. Das könnte natürlich auch nur an deiner Kapuze liegen. Bist du ein Kind der Apokalypse? Was? Seid ihr etwa Vampire? Ja, es ist natürlich klar, dass bei der einen Sache habe ich nicht gespeichert. Ja, sind wir. Wirklich, das ist ungewöhnlich. Wieso kann ich euch nicht als Vampire erkennen? Das ist wirklich sehr seltsam. Nun, wichtig ist doch die Frage, ob du uns ein paar Bluttränke verkaufen kannst. Ich bin zwar eigentlich hergekommen, um neue Bluttränke zu besorgen, aber zu einem guten Geschäft sage ich nicht nein. Also habt ihr Interesse? Scheint wohl die richtige Antwort zu sein. Ja, zeig her. In Ordnung. Zum Bauchladen, alles voller Blut. Ist aber nicht verkehrt, weil dann können wir ein paar Blutessenzen kaufen. 10 Stück. Mensch, ist das alles wieder teuer. Ich bin nahezu entsetzt von der Preisinflation dieser Geschichten hier. Ein paar Goldbarren kann ich verkaufen. Toll, das bringt mir aber auch nicht viel. Okay, er ist also ein Kind der Apokalypse. Wir wissen, wenn wir wollen, bekommen wir ja auch in dieser Stadt genügend Pelutränke. Jetzt speichere ich aber. Hier sind mir 3 NPCs. Ja, auch sie scheint niemand Spezielles zu sein. Irenia. Willkommen, werte Gäste. Nehmt Platz, wir haben heute eine Veranstaltung. Was gibt es denn zu sehen? Nun, wir haben unterschiedliche Künstler. Es raten bereits Sänger auf, danach Artisten. Und im Moment haben wir eine wunderbare Dame mit einem wirklich seltsamen Tier auf der Bühne. Das sollen wir uns anschauen, Geliebter. Mal sehen, ob das etwas ist, was mich unterhält. Ich bin gespannt. Sollten wir nicht wichtige Dinge erledigen? Ach, Walner, du Spaßbremse! Natürlich gucken wir uns das jetzt an. Hier ein, wie heißt es, Platypus? Platypus, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Schnabeltier. Und dann sagte ich zu ihm, ist das doch kein Problem, ich habe genug Kram für uns beide dabei. Der war gut. Alex, ist das deine Referenz? Ist das dein Charakter? Lass uns kurz zuhören, Geliebter. Na schön, wir können uns ja mal kurz hinsetzen. Alle auf einen Platz. Und seht ihr hier meinen lieben Stanley? Er ist ein Stabeltier. Unglaublich, was es alles auf dieser Welt gibt, oder? Wusstet ihr, dass diese Tiere Eier legen und Milch geben? Eier und Milch, das perfekte Frühstückstier. Das ist so gut. Wenn es dich unterhält. Eine Schildkröte kommt zu einem Soldaten des Heiligen Kreuzes und sagt, ich wurde gestern von einer Schnecke überfallen. Auf der Soldat, wie ist denn das passiert? Antwortet die Schildkröte, kann ich nicht so genau sagen. Es ist alles so furchtbar schnell gegangen. Sehr gut. Ein Schenkelklopfer jagt den Nächsten. Ja, Dorina hat das Witzebuch von Fips Asmussen auswendig gelernt. Sagt ein Magier zum anderen, kannst du auch Menschen zerteilen? Sagt der andere, natürlich, meine Halbschwester kann es bezeugen. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Aska ist richtig amused. Boah, Aska bei einer Comedy-Show. Ist dream come true. Nun, wovon lebt ein veganer Vampir? Von Blutorangen. Ah, ein Witzfeuerwerk, meine Damen und Herren. Ein Karlauer jagt den Nächsten. Kommt ein Vampir nachts auf einen Friedhof und trifft einen anderen Vampir, dessen Gesicht vollkommen blutverschmiert ist. Sagt der andere Vampir zum anderen, wow, wie hast du denn das geschafft? Sagt der blutende Vampir, hast du die Mauer da drüben gesehen? Ich nicht. Pasquill von Bergen. Endlich gibt es in diesen so finsteren Zeiten wirklich etwas zu lachen. Was zum Teufel soll das hier sein? Offensichtlich brauchen die Menschen etwas Ablenkung von der permanenten Bedrohung durch die Vampire. Ich sollte ihr alle sofort töten. Aber einen guten Witz habe ich noch. Diesmal handelt er auch nicht von einem Vampir. Glück für sie, sonst hätte ich ihr gleich meine tödliche Klinge vorgestellt. Sagt ein Vampir zu seinem Diener, denkst du, dass ich ein schlechter Meister bin, Arasul? Sagt der Diener, ich heiße Tim. Was zum Teufel? Ganz ruhig, Aska. Die Leute hier wollen sich nur etwas amüsieren. Geben sie Vampire verunglimpfen, die Seelenmagen.
Okay, 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 der letzte Witz handelte doch von Vampiren. Ich kann es einfach nicht lassen, aber nun zum Abschluss noch ein kleines Rätsel. Was hat eckige Wandzähne, fällt ab und an ihn starre und liebt die flüssige Grundlage alles Lebens? Was hat eckige Fangzähne? Eckig. Fledermäuse. Ein Schnabeltier. Toll, oder? Das ist wirklich verrückt. Jetzt wünsche ich allen Anwesenden noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mir brodelt der unbändige Wunsch, jemanden zu töten. Das sollten hier nicht auffallen, Asker. In der Stadt gibt es zu viele Wachen. Wir sehen uns dann morgen, wertes Publikum. Ich freue mich auf euch. Ja! Yeah! Durina, heute keine Zugabe. Kann man sie verwandeln? Wenn man sie gefangen nimmt, wird sie dann ein ganz besonderes, kann sie mit den Witzen die Moral meiner Vampirarmee stärken. Speichere nochmal, damit ich diese Tragödie nicht noch ein zweites Mal erleben muss. Ich hoffe, euch hat meine kleine Vorstellung gefallen. Das war dermaßen unlustig, dass ich mich wirklich nach einer aufgeplatzten Halsschlagader sehne. Was sagt ihr da? Spricht die Kritik immer auf solche Art und Weise aus? Schon gut, er ist halt wie er ist und er weiß es einfach nicht besser. Oh, in Ordnung, dann bitte entschuldigt mich, ich warte nur auf die nächsten Gäste. Was hat das Schnabeltier da zu suchen? Das war ja einfach nur, das war halt da und hat gechillt. Kann verwandeln. Haha, das war wirklich gut. Lustig wäre höchstens gewesen, wenn das Schnabeltier seine Besitzerin auf der Bühne aufgefressen hätte. Aska! Was? Wieso sagt ihr so etwas? Heißt, die Wahrheit ist deshalb. Ja, bitte geht doch woanders hin, ja? Aska, lass es einfach sein. Ein kleines lustiges Blutbad ist hier wohl zu viel verlangt, was? Ja, auch wieder eine Cameo, glaube ich, vom guten Lebipunk. Grüße gehen raus. Ja, das war wirklich sehr gut. Wir haben ganz offenbar einen sehr unterschiedlichen Sinn für Humor, alte Frau. Ach, mein Junge, wenn du in mein Alter kommst, dann siehst du das Leben auch mit ganz anderen Augen. Das verspreche ich dir. Ist Aska nicht 5 bis 6 Mal so alt wie sie? Also genau genommen dürfte diese Frau deutlich jünger sein als du, Geliebter. Auch wieder wahr. Das ist, weil ich sehr gute Anti-Aging-Creme benutze. Das ist nicht etwa, weil Aska ein Vampir ist. Die Leute hören aber nicht zu, wenn die quatschen, ne? Die lassen das einfach... Ja, guck mal, hier eine Blutflasche. Aha. Na, Schnabeltier wahrscheinlich wieder mal zugelangt. So. Endlich gibt es in diesen so finsteren Zeiten wirklich etwas zu lachen. Humor ist, wenn man trotzdem schreit. So geht der Spruch, genau, Aska. Was? Meint ihr das? Nicht nachfragen, bitte nicht. Nun, ich würde lachen, wenn du im Kampf dein Bein verlierst und anfängst zu schreien. Hör auf damit, Aska. Seid ihr aus irgendeinem Irrenhaus ausgebrochen? Lasst mich bloß in Ruhe. Ja gut, Elaine schon, ja. Elaines Vergangenheit hat nichts damit zu tun, dass ich so bin, wie ich bin. Willst du schon wieder Streit, Aska? Noch ein Wort und du spürst meine Krallen, Aska. Und jetzt sagt Aska, dass sie das auch umbringen würde. Spar dir deine hohlen Drohungen, Elaine, du kannst mir nichts tun, also benimm dich auch entsprechend. Wir wissen es. Lasst mich durch, ich bin hier fertig. In allen Sinnen, die es gibt auf diesem Planeten. Mit ihr habe ich schon Konversation betrieben. Heil Fiola erhalten, ist es nicht wunderbar. Einen kühlen Verband haben wir hier und hier haben wir ein Anwesen. Ich, wie gesagt, ich speichere mal, wir haben es ja. Wir können es ja nutzen, um mir womöglich irgendwie Backtracking zu ersparen. Ich weiß immer noch nicht, wie das wird, wenn ich die Gute dann mal entdecke. Wofür ich mich entscheide. Wahrscheinlich mache ich beide Alternativen. Vampirseele. Papa will mir einfach nicht mehr als ein Glas Wein pro Tag anbieten. Das ist sowas von gemein. Er trinkt den ganzen Tag nichts anderes. Ob der schon 16 ist? Ja, mein Kleiner, das ist wirklich total gemein. Du solltest einfach nachts, wenn dein Papa schläft, dir die Weinflasche schnappen und so richtig loslegen. Aska. Ja, das habe ich schon versucht, aber Papa findet immer heraus, wenn ich an seinem Weinregal war. Dann sag ihm, er soll einfach noch mehr, viel mehr Wein trinken, bis er einschläft, dann kannst du auch loslegen. Was zum Teufel ist das jetzt schon wieder, Aska? Kinder zum Alkohol überreden, wie erbärmlich.
Ja, das werde ich heute machen. Da kann ich auch endlich den wilden Kasperl und die verlorene Unschuld trinken. Ich denke, das solltest du lieber nicht tun. Als wenn ich etwas dafür könnte, dass sich Kinder so leicht beeinflussen lassen. Nö, Aska, kannst du überhaupt nichts für. Muss man auch genauso führen, die Konversation. Ah, guten Vorrat angelegt hier. Er kommt durch den Winter. Oder nächste Woche, je nachdem, wie der Konsum ist. Raoul de Bragel. Hm, dieser Tropfen ist besonders edel. Blut oder Wein, was trinkst du da? Aska, du hast den Schuss noch nicht so richtig gehört, ne? Haha, sehr guter Scherz. Das ist ein 42er Jahrgang und ein ganz erlesener Tropfen. Wollt ihr mal probieren? Ich entschuldige mich für alle frankophonen Menschen für diesen Akzent. Sehr freundlich von euch, aber nein, danke. Ihr verpasst etwas. Aber gut, ich kann euch nicht zu eurem Glück zwingen. Ich weiß gar nicht, was das wieder für ein Akzent ist. Ich schmeiß alles rein. Französisch, Russisch, Italienisch, ist alles. Und jetzt probiere ich noch den alten Knebelwicht. Der ist mit der gestrigen Lieferung angekommen. Das ist aber ein sehr seltsamer Name für einen Wein. Nicht, wenn man die Umstände kennt, wie er gestellt wird. Ihr versteht schon, der Name kommt nicht von ungefähr. Ha, das gefällt mir. Und dann würde ich sagen, genießt euren Wein. Das werde ich. Nichts geht über einen edlen Tropfen. Das ist, glaube ich, ein französischer Sommelier, der im Alter von 4 Jahren adoptiert wurde und nach Sibirien ausgewandert ist. Um dann nach Italien zu gucken und da, ich weiß nicht, genau meine Meinung. Wunderbar. Ich sollte es lassen mit den Akzenten. Ich glaube, das letzte Mal wirklich versucht mit einem Akzent, habe ich das bei dem Beefy Let's Play, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her gefühlt. Ging gehörig schief. Es geht immer vollkommen schief, wenn ich Akzente versuche. Kinder abfüllen, liebe Aska. Da wird mir ganz anders hier. Aber ja, wer weiß. Die Kinder schon früh zum Alkoholismus erziehen. Das ist Askas Plan. Hier gibt es irgendwie nichts Spannendes zu tun. Ich habe jetzt eigentlich fast ein bisschen zu viel Wahl, wenn ich denn als nächstes in einen Vampir verwandle. So, hier ist ein Mann mit Umhang, der ebenfalls auch relativ gleich aussieht. Könnte es sich auch dabei um ein Kind der Apokalypse handeln. Scheint mir aber kein spezieller Charakter zu sein. Lufu! Ach, das sollte es gewesen sein. Wovon redest du? Oh, hallo Fremde. Ich habe heute diese Brücke repariert. Letzte Nacht sind offenbar einige Schäden entstanden. Wer weiß, was da wieder passiert ist. Ist das Haus des Bürgermeisters dort vorne? Ja, so ist es. Er ist ein guter Mann und wir sind sehr froh, dass er hier ist. Gibt es noch mehr Schäden in letzter Zeit? Nichts besonders Auffälliges. Ehrlich gesagt bin ich mehr damit beschäftigt, die Blutflecken zu beseitigen, die hier ab und an auftauchen. Blutflecken? Unterschlägst du keinen Alarm? Nein, unser Bürgermeister geht auf Jagen. Früher habe ich ihn sehr oft mit erlegten Tieren gesehen, aber in letzter Zeit, seit er die neuen Wachen besorgt hat, hat er sich tatsächlich etwas seltener blicken lassen. Ist er etwa ein Werwolf? Das ist so, da bekomme ich Werwolf-Vibes. Schwieriges Wort, Werwolf-Vibes. Das sollten wir uns mal ansehen. Haben wir jetzt eine Quest? Wald der Schrecken. Ist es das? Da scheint es nicht zu sein. Nee, wahrscheinlich müssen wir da einfach rein und dann triggert die Quest. Okay, unten waren wir noch nicht. Hier ist jemand, der gärtnert. Hey, ihr da. Ich kenne euch nicht. Komm mal her, damit ich euch begutachten kann. Sehe ich aus wie jemand, den du rumkommandieren kannst? Ich will für dich wirklich hoffen, dass dein Anliegen Relevanz für mich besitzt. Er möchte uns begutachten. Das darf er selbstverständlich aus nächster Nähe tun. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht aus Latin. Das ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Weswegen? Meine Untersuchungen zeigen, dass sich hier in Latin ein Vampir aufhält. Ein Vampir? Das ist ja schrecklich. Oh ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Vampir, der hier heimlich unter den Menschen lebt und still und leise nachts das Blut der Einwohner aussaugt. Wer willst du wissen, dass es sich hier ein Vampir aufhält? Hat er doch gerade gesagt, weil das Blut der... Ja. Solche Geschichten hört man doch immer wieder. Ein Vampir lebt versteckt als Lebenspartner mit einem Menschen zusammen, um nicht entdeckt zu werden, und eines Tages dreht er dann durch. Aisha-Referenz. Findest du das witzig, Aska?
Ich fürchte, dass ihr damit recht habt. Ich habe eindeutige Anzeichen erkannt, dass ich... Nochmal? Ich habe eindeutige Anzeichen entdeckt, dass sich hier ein Vampir versteckt. Doch trotz meiner fundierten Ausbildung als Vampirjäger ist es mir noch nicht gelungen, ihn zu finden. Was denn für eine Ausbildung? Nun, genau genommen habe ich alle Bücher über Vampire gelesen, die jemals geschrieben wurden. Damit habe ich ein umfangreiches Wissen darüber angesammelt, woran man Vampire erkennen kann. Also, nur Theorie, keine Praxis. Ja, merkt man sofort. Ja, gut. Aber trotz dessen ist es mir noch nicht gelungen, den Vampir zu finden. Vielleicht könnt ihr mir ja behilflich sein. Ihr seid nicht von hier und habt noch einen neutralen Blick auf alle Einwohner hier. Falls ihr den Vampir findet und mir einen Beweis seiner Existenz bringt, werde ich euch mit einem sehr seltenen Artefakt belohnen. Falls uns hier ein Vampir über den Weg läuft, schauen wir mal, was passiert. Danke, ich warte dann hier auf euren Bericht. Ach, und noch etwas. Nachts ist hier inzwischen öfters ein melodisches Pfeifen zu hören. Man kann es schon mal nicht von mir stammen, wenn es melodisch ist. Bislang konnte ich noch nicht herausfinden, wer da pfeift. Wenn es der Vampir ist, könnte das auf musikalische Fähigkeiten hindeuten. Ob uns das weiterhilft? Wer weiß, jeder Ansatzpunkt könnte relevant sein. Vampirjagd Level 45. Finde den Vampir. Ja, das mache ich, aber nicht jetzt, weil da bin ich noch ein wenig zu schwach für. Soll das so? Naja, okay. Du bist doch Valera. Überraschend gut getroffen, Elaine. Oh, ja. Also ich meine, das sieht halt wirklich aus, als hätte sie dieses Halsband bei EMP bestellt, glaube ich. Ja, in der Tat, das Gemälde hat etwas. Sieht gut aus. Das nehmen wir mal Filariana mit. Gemälde Nummer 1 erhalten. Na, sag an. Junge Dame. Auch sie ist kein spezieller Charakter. Ich vermisse Papa so sehr. Wo ist er denn? Er ist tot. Das ist wirklich schlimm. Tut mir leid zu hören. Ich hasse Kinder. Noch mehr hasse ich weinende Kinder. Jetzt gehen wir besser, bevor hier die ersten Tränen kommen. Ja, ist schön, Asghar. Ich hab's. Die ultimative Waffe gegen Asghar ist, man kennt das ja, wenn man ein Brot bestreicht, mit Marmelade beispielsweise, dann landet es immer auf der Marmeladenseite. Wenn man jetzt allerdings eine Katze nimmt, die landet immer auf den Pfoten. Wenn man jetzt allerdings die Oberseite der Marmeladentoasts an ein Kätzchen, also ein Katzenkind, beides Dinge, die Asghar ebenfalls nicht ab kann, genauso wie Brot, zusammenpackt und dann auf Asghar schmeißt, hat man nicht nur ein Perpetuum mobile, sondern man kann damit Asghar auch automatisch zum Ableben bringen. Ihr habt zuerst gehört, wenn ihr jemals Probleme mit Asghar habt, kommt zu mir. Ich weiß all seine Schwachstellen. Habe ich schon, ne? Nachgeguckt. Are you Valera? Kelsey! Sie hat ein Halsband mit einem Panda-Anhänger. Oh, wir bekommen nicht viel Besuch, seit mein geliebter Mann verstorben ist. Wie lange ist das her? Das ist dieser verdammte Krieg gegen die Vampire. Mein Mann war Soldat im Heiligen Kreuzzug, bis er vor etwa einem halben Jahr im Kampf gefallen ist. Das tut mir leid. In diesem Krieg gibt es unzählige Tote. Ich hoffe, ich kann mich und mein kleines Mädchen sicher durch den Winter bringen, aber zum Glück haben wir einen Bürgermeister, der gut auf uns alle achtet. Ich will nicht wissen, wie viele Witwen und Waisen inzwischen auf dieser Welt leben. Ja, die beiden Verursacher hast du ja im Schlepptau, liebe Selene. Wen interessiert das schon? Es wird nur Zeit, dass es endlich den richtigen Sieger gibt. Bitte geht nicht. Schon gut, wir lassen euch jetzt allein. Jämmerlich. Jämmerlich bist nur du, Asghar. Hauptsache, du vergisst nicht jetzt bei jeder Witwe Tränen, Elaine, denn es werden uns noch viele begegnen. Da siehst du, was du angerichtet hast. Kommt, wir gehen, sonst werden noch die Wachen auf uns aufmerksam. Sorry. Das ist meine beste Asghar-Interpretation. Jeglicher Empathie unfähig. Tja. Es gibt zwei Betten, wo ich mich frage, das Liebesleben der beiden scheint nach der Geburt der Tochter wahrscheinlich eher nicht so gewesen zu sein. Bist du Valera? Ich habe das für mich entdeckt, das Speichern, ihr merkt das gerade. Kokay!
Uff. Interessant ist, er sagt nicht uff, er ufft. Uff, so viel zu tun. Keine Ahnung, was die Stimme soll. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich bin Bauer und ernte das Getreide. Du bist ein Bauer mitten in der Stadt? Ist das hier das einzige Feld, auf dem du dein Getreide anbaust? Dieser verdammte Paldor besitzt das größte Getreidefeld außerhalb der Stadt, doch seine Preise sind Wucher. Die Stadt hat riesige Probleme, seine Preise zu bezahlen. Da habe ich angefangen, hier mein eigenes kleines Getreide anzubauen. Warum nicht außerhalb der Stadt? Seid ihr verrückt? Da draußen gibt es Vampire und unzählige andere Kreaturen, die mich auffressen wollen. Dieser Paldor hat damit keine Probleme. Ich habe keine Ahnung, warum er noch nicht gefressen wurde, aber vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit. Ich bleibe jedenfalls schön im Bereich der Wachen. Und hier sind schuldig, bitte, ich muss das restliche Getreide ernten. Ist etwa so, dass Paldor der Vampir ist, der Gesuchte? Oder macht er mit den Vampiren gemeinsame Sache? Oder ist gar der Jägermeister? Jägermeister. Bürgermeister, ein Vampir. Der Jägermeister. Da unten auch schon Wein. Ja, alkoholische Folge. Zweimal Goldbarren versteckt im Brot. Hier ist das Buch Vampir-Etikette. Osric, willkommen, Fremde. Was verschafft mir die Ehre eures Besuchs? Du siehst ziemlich aristokratisch aus, aber dieses Haus zeigt nicht gerade vom Reichtum. Wahnsinn, dieses Maß an empathischer Kommunikationsführung, Aska. Ja, ich hatte in den letzten Jahren wenig Glück und mein Partner hat uns mit seiner Spielsucht nun auch nicht gerade bezüglich vieler vorangebracht. Inwieweit? Nun, wie ihr wisst, gibt es in diesen dunklen Zeiten des jahrelangen Kriegs kaum Möglichkeiten, auf andere Gedanken zu kommen. Das Spiel Vampirstechen ist aber eine inzwischen beliebte Art, etwas Unterhaltung zu finden. Davon habe ich noch nie gehört. Fangt erst gar nicht damit an. Ich habe jahrelang die Feinheiten dieses Spiels studiert und mich in Spielanalyse, Glyphen und Bannmagie eingearbeitet. Doch das war alles sinnlos. Das Spiel hat meinen Partner und mich in den Ruin getrieben. Alles, was uns geblieben ist, ist dieses einfache Haus. Das klingt schlimm. Soll ich dein Leid beenden? Was? Dem ihr mir euer Schloss schenkt? Nicht ganz. Woher weiß er, dass Aska ein Schloss hat? Nicht ganz. Schließ einfach kurz die Augen und lasse dich überraschen. Aska, lass den Unsinn. Ja. Partner, bedeutet das LGBTQ-Repräsentation in meinem Vampire Storm? Ist es nicht fantastisch? Finde ich gut, wirklich. Jetzt brauchen wir nur noch einen Vampir, der nicht weiß ist, und dann haben wir auch schon ein wenig mehr in puncto Diversität getan. Fische stinken nicht, zumindest nicht unter Wasser. Scheint ein Buch über völlig überflüssige Sachverhalte zu sein. Oder wer ist der Partner? Das sind ja irgendwie 4 Leute, die hier unterwegs sind. Verdammt nochmal, ich muss einfach in diesen Büchern den Trick finden, wie ich dieses Spiel gewinnen kann. Dazu suchst du nach einem Buch. Es gibt genug Bücher über Vampirstechen. Ich muss sie nur alle lesen und dann die ultimative Strategie entwerfen. Damit werden wir unseren gesamten Einsatz wiederholen. Ja, genau das hat schon bei unzähligen Spielsüchtigen ganz hervorragend geklappt. Spielsüchtige wie zum Beispiel Elaine mit dem Seelenspiel, den du in Vampire Storm 1 in den Keller reingebaut hast. Nur dass der Einsatz da nicht vieler waren, sondern menschliche Seelen. Frau Frühlinger, was war das eigentlich? Haben wir jetzt eine Quest? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Oh, hallo Fremde, ihr seht aus, als wärt ihr auch begeisterte Spieler von Vampirstechen. Was zum Teufel soll das für ein Spiel sein und wie kommst du darauf, dass wir so aussehen, als würde uns dieses Spiel interessieren? Also beim Vampirstechen bekommt jeder 10 dieser besonderen Spielkarten und am Ende geht es darum, mit seinen Soldaten des Heiligen Kreuzzugs alle Vampirkarten zu stechen. Dieses Spiel klingt total dämlich. Schade, ich dachte, ihr werdet begeisterte Spieler, eure Kleidung sieht irgendwie danach aus. Wir sollten jetzt gehen. Vielleicht sollte ich dafür sorgen, dass dieses dumme Spiel nie wieder gespielt wird. Vampirstechen, was für ein dämlicher Name. Übertreib es nicht, Aska. Die Ewigkeit erhalten. Wie ist das Beziehungsgeflecht hier? Ich zähle 2 Betten und 4 Individuen. Das heißt, ist das irgendwie so eine polyamore Beziehung dieser 4 Herren? Ich meine, wie gesagt, wo die Liebe hinfällt. Oh, ja, vielleicht sollte ich nicht gegen ihn rennen. Hier sind wir wieder bei der Dame. Ich habe jetzt ehrlicherweise das Haus des Bürgermeisters noch nicht so wirklich erkannt. Bin ich jetzt einfach wieder so blind? Ach ja, wahrscheinlich gehe ich dann einfach jetzt mal hier rüber. Das scheint mir auf so einer Insel gelegen zu sein. Genau. Ah, ist ja schön. Wir überschreiben und gehen dann mal
zum Bürgermeister. Ja, okay, also Blutflasche. Das ist mysteriös. Entweder ist das ein Umschlagpunkt für die Tür ist verschlossen. Aha. Besonders weitergekommen bin ich hier jetzt im Moment noch nicht. Gibt es einen Geheimgang? Nee, also scheinbar kommen wir hier noch nicht weiter. Wir müssen die Dorfbewohner nach befragen. Hätte ich wahrscheinlich... Oh, hier ist Blut. Hier ist ein Blutfleck. Das könnte ein Hinweis auf den Vampir sein. Wir sollten uns nach weiteren Blutflecken umsehen. Aha. Aber das hätte ich doch am besten zuerst gemacht. Wer weiß. Okay. Dieses Eichhörnchen. Erzähle mir deine tiefsten Geheimnisse. Ich versuche nicht mit diesen Kerlen zu sprechen. Er ist der Questgeber. Vielleicht hat auch er Dreck am Stecken, aber... Vielleicht erkenne ich es auch irgendwie. Blutflecken? War ich hier schon drin? Ja, oder? Hier müsste ich schon drin gewesen sein. Das Haus sieht irgendwie seltsam aus, finde ich. War ich schon drin? Ja. Das ist der französische Wein-Experte. Ja, also ehrlicherweise so die blutige... Die Blutspur verfolgen. Ich habe jetzt wirklich wenig... Ist das Blut da unten? Guras der Mitscher. Hier befindet sich kein Blut. Zumindest nur Blut in haushaltsüblichen Mengen. Hier ist doch Blut. Hier ist ein weiterer Blutfleck. Das ist definitiv eine Blutspur zum Vampir. Noch ganz frisch. Los, weiter. Aha, das ist neu. Verstehe. Da ich aber im Moment noch nicht das richtige Level habe... um diese Sache zu machen, lass ich es bleiben. Valera habe ich ebenfalls nicht gefunden. Was ich persönlich finde, ist ein handfester Skandal. Ich nehme an, dass ich hier die Vampirjagd absolviere, wenn ich, sag ich einfach mal die Quest weitermache. Das möchte ich nicht tun. Mit diesen beiden Personen habe ich aber noch keine Konversation geführt. Und das soll dann auch mehr oder minder das Letzte sein, was ich in der heutigen Folge tue. Spreche erstmal mit ihm. Er ist kein Spezialcharakter. Jonun. Hallo Fremde, habt ihr vielleicht 100 Fehler für uns? Als Musiker hat man das in diesen Zeiten nicht leicht. Das stimmt, Covid-19 und so. Ist es nicht wie Asgard, aber ich nehme einfach mal an, dann kriege ich was. Na schön. Hier, bitte sehr, ich habe heute meinen schwachen Tag. Danke vielmals, ihr seid gute Menschen. Und was bekomme ich jetzt dafür? Wie meint ihr das? Wir würden jetzt ein Lied für euch spielen. Ich will hoffen, dass es das Geld wert ist, ansonsten nehme ich mir noch etwas anderes von euch. Ja, dann geben wir unser Bestes. Das klingt wirklich gut. Kommt da jetzt noch was? Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Cecile Vexia. Hallo Fremde, ich bin Cecile Vexia, eine relativ bekannte Musikerin. Relativ bekannt ist immer gut. Das ist mein Musikpartner Jonun. Wir sind reisende Musiker. So von euch beiden habe ich noch nie gehört. Reisende Musiker, ist das nicht ein wenig zu gefährlich in diesen Zeiten? Nicht, wenn wir dorthin gehen, wo auch die Wachen des Heiligen Kreuzzugs marschieren. Die Wachen wechseln häufig die Städte und wir wandern dann einfach mit. Ihr glaubt wirklich, dass die Wachen können euch beschützen? Jedenfalls bis nur hier, weil ich dabei bin, Aska. Nun, gibt es uns. Bis zu unserem Tod werden wir unsere Musik spielen. Wenn ihr ein Lied von uns hören wollt, dann sprecht einfach mit meinem Partner Jonun. Ich finde, wir sollten das ausprobieren, Geliebter. Ah ja, da fängt es jetzt an zu singen. Ich frage mich, wo er das ganze Orchester her hat. Wahrscheinlich hat er so ein Casio-Keyboard, wo er dann so drauf drückt. Mit elektronischen Instrumenten noch und nöchern. Ja, zu diesen Klängen würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge.
Ganz kurzer Hinweis von meiner Seite. Mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass ich ein Haus ausgelassen habe. Und zwar das direkt am Anfang der Map. Wahrscheinlich war ich von der Konversation zwischen Paldor und Nevada so abgelenkt, dass ich es einfach übersehen habe. Ich nehme fast an, dass sich darin dieser Valera befindet. Das werde ich aber erst in der nächsten Folge ergründen. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Wir sehen uns bis dann und ciao.